Die Linke ist inmitten eines wichtigen Strategieprozesses. Wir haben zur Debatte eingeladen. Viele Gliederungen haben sich daran beteiligt. Auch viele Mitglieder, über 300 Beiträge sind eingegangen. Stellvertretend für eine Teilnehmerin, die einen wichtigen Beitrag geleistet haben von der Bundesarbeitsgemeinschaft Betrieb und Gewerkschaft, ist Ulrike Eifler. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Betrieb und Gewerkschaft ist eine der aktivsten Zusammenschlüsse in unserer Partei und auch eine sehr wichtige. Deswegen freue ich mich sehr über das Gespräch, das wir zusammen führen. Einer der wichtigen Fragen, die immer wieder auftauchen, heißt, wie hält die Linke mit der Arbeiterklasse? Wir haben ja den Begriff der verbindenden Klassenpolitik geprägt. Und mich würde jetzt mal zum Einstieg interessieren, wie hast du die Debatte der letzten 2 Jahre empfunden? Was ist dein Eindruck, wo wir da heute stehen? Na, ich glaube, dass die Debatte über Klassenpolitik und verbindende Klassenpolitik, also das große Verdienst eigentlich der Parteiführung in den letzten 2 bis 3 Jahren waren. Also eine wichtige Orientierung der Partei, Klassenpolitik zum Bezugspunkt linker Politik wieder zu machen, halte ich für total zentral, weil damit natürlich auch einhergeht eine Analyse von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, eine Frage, wie können wir eine Durchsetzungsperspektive entwickeln. Deswegen glaube ich, dass diese Debatte uns wirklich weitergebracht hat. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Frage, an wem müssen wir uns orientieren, sondern auch, welche unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und welche unterschiedlichen gesellschaftlichen Kämpfe, welche unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus müssen wir miteinander verbinden, um handlungsfähig zu werden. Trotzdem habt ihr ja auch Kritik geäußert. Ihr habt gesagt, dass die Partei noch Defizite hat bei der Ansprache der Lohnabhängigen, dass dort noch ein Profil dazu gewonnen werden muss. Was stellt ihr euch so vor, was wir noch tun müssen und was wir besser machen können? Na, ich glaube, dass es eine Reihe von Leerstellen in dieser ganzen Debatte gibt. Positiv ist, dass es wieder mitten in unserer parteipolitischen Debatte ist, über Klassen zu reden. Aber es darf auch nicht nur ein intellektueller Diskurs sein, sondern wir müssen tatsächlich anfangen, auch eine Praxis zu entwickeln, die tatsächlich auf eine Klassenverankerung zielt. Ich will mal ein Beispiel geben. Wenn wir uns unsere sozialpolitischen Forderungen angucken, dann merkt man der Debatte an, dass uns reale Klassenerfahrungen fehlen, realer Klassenbezug fehlt. Wir können die Statistiken hoch und runter beten zu Kinderarmut beispielsweise. In Berlin jedes dritte Kind lebt in Armut, lebt in Hartz-IV-Verhältnissen. Bundesweit sind es 15%. Aber was geht denn damit einher? Welche Erfahrungen gehen denn damit einher? Es ist ja nicht nur sozusagen der Verlust von sozialen Privilegien, sondern es ist auch ein ganzes Lebensgefühl, das Wissen, dass man bestimmte Dinge nicht erreichen kann, dass bestimmte Türen einem verschlossen bleiben, und aber gleichzeitig auch der Stolz, weil man bestimmte Dinge doch erreicht. Und ich glaube, dass diese realen Klassenerfahrungen eine zentrale Voraussetzung für eine linke Partei sein müssen, um wirkliche Klassenpolitik machen zu können. Also einerseits vielleicht die Erfahrungen stärker an den Interessen ansetzen, aber auch die realen Kämpfe und Auseinandersetzungen wahrnehmen, die ja durchaus auch in den letzten Jahren zugenommen haben. Wir haben ja mehr Streiks und mehr Auseinandersetzungen und haben sie auch in Bereichen, die vorher nicht so streikaktiv waren, also jetzt aktuell im Gesundheitsbereich oder die Erzieherinnen sind eine ganze starke Streikfront. Oder auch viele, wo irgendwie so an dieser Grauzone zwischen prekärer Arbeit und Niedriglohnbereich und regulierter Arbeit sind im Sicherheitsgewerbe, müsste die Linke dort mehr diese Gruppen ins Fokus nehmen? Absolut, natürlich. Also wenn wir nicht nur über Klassenpolitik reden wollen, sondern wenn wir verbindende Klassenpolitik praktisch werden lassen wollen, dann müssen wir die in den Fokus nehmen, dann müssen wir die Kämpfer unterstützen. Ich finde, da haben wir auch in den letzten 2, 3 Jahren ganz hervorragende Arbeit gemacht. Also die Solidaritätskomitees für die Charité-Beschäftigten beispielsweise, die Unterstützung der Einzelhandelsbeschäftigten, die Verkäuferinnen, die Pflege- und Erzieherinnenstreiks, die wir unterstützt haben. Es muss mehr drin sein. Also das war sozusagen der Anfang von einer sehr, sehr guten, auf die Arbeiterklasse und auf Arbeitskämpfe fokussierten Parteipolitik. Nichtsdestotrotz müssen wir aber auch gucken, wie schaffen wir es, dass wir genau diese Kolleginnen und Kollegen
nicht nur unterstützen und ihren Kämpfen nicht nur eine Bühne bieten, sondern sie gleichzeitig auch zu einem aktiven Teil unserer Partei machen. Also wenn man sich wenn man in die Gremien guckt, in die Fraktionen guckt, dann sind doch Kolleginnen und Kollegen mit einem wirklichen Arbeitsbezug eher die Ausnahme. Also, dass du als Parteivorsitzender jemand bist, der aus einem Arbeitermilieu kommt, eine betriebliche Ausbildung gemacht hat, als Gewerkschaftssekretär Kämpfe organisiert hat, der weiß, wovon er spricht, wenn er über Klassenpolitik redet, ist doch eher die Ausnahme. Und das ist genau das, was wir meinen mit dem Satz, dass Klassenpolitik und Klassenherkunft zusammengehören müssen. Wir müssen die Kolleginnen und Kollegen zum aktiven Teil unserer Politik und unserer Partei machen. Was müssen wir da ändern? Ich glaube ja schon, dass wir ein ganz gutes Programm haben. Wir haben ja das aufgesetzt, hier Arbeit, die zum Leben passt, höhere Löhne, weniger Stress. Also es geht darum, dass immer weniger Leute unter Flächentarifverträge fallen. Es geht darum, dass die Arbeiterklasse oder die Lohnabhängigen in hohem Maße gespaltet werden in Befristete, Unbefristete, in Leiharbeiter, in Kernbeschäftigte, in Leute mit Befristung, ohne Befristung, mit und ohne Tarif. Und dass wir eine Antwort geben zur umfassenden Regulierung der Arbeit, was natürlich mit richtigen Kämpfen verbunden ist und was wir auch unter verbindender Klassenpolitik verstehen, dass wir die Leute nicht spalten lassen durch das Kapital, sondern dass wir die gemeinsamen Interessen suchen. Ich glaube, dass das durchaus ein gelungener inhaltlicher Ansatz ist, aber offensichtlich seid ihr noch nicht ganz zufrieden, wie wir das dann konkret umsetzen. Gehen wir zu wenig in die Betriebe, gehen wir zu wenig in die Gewerkschaften, müssen wir mehr Angebote zum Mitmachen machen? Naja, ich glaube, dass es nicht nur um Ansprachekonzepte geht, sondern ich glaube, was man verstehen muss, und das diskutieren wir ja auch in den Gremien immer wieder, ist, dass wir uns befinden in einer großen gesellschaftlichen Umbruchphase, wo sich verschiedene gesellschaftliche Umbrüche parallel ereignen, massive historische Umbrüche und sich ineinander schieben. Also der Klimawandel, der Strukturwandel in der Industrie, die zentrale Rolle, die die Automobilindustrie in Deutschland spielt, auch im Übrigen für die organisierte Gewerkschaftsbewegung, die Krise der Demokratie, die Krise des Parteiensystems, die Tatsache, dass die organisierte Rechte sich an der Stelle also erstarkt und daraus ihren Profit macht. All das sind ja sozusagen gesellschaftliche Prozesse, die zu einer großen Verunsicherung führen. Ich habe vor einem Jahr in der Mitgliederzeitung der IG Metall von einem Kollegen gelesen aus Baden-Württemberg, der mir gesagt hat, ich bin seit 10 Jahren hier in der Automobilindustrie beschäftigt. Und die Automobilindustrie war immer eine sichere Bank für die Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben alle unbefristete Verträge. Seit 10 Jahren bin ich unbefristet. Mittlerweile fühlt es sich aber an, als sei ich befristet. Weil wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht mit unserer Branche, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht mit unserem Betrieb, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht mit unseren Arbeitsplätzen. Und ich glaube, diese Verunsicherung wahrzunehmen und aufzugreifen und zu verknüpfen mit ganz konkreten politischen Konzepten, die auch eine Perspektive rausbieten aus dieser Verunsicherung, das ist die Aufgabe der Linken im Schulterschluss mit den Gewerkschaften. Ja, und vielleicht dann die konkrete Organisierung vor Ort stärken. Also nicht den Eindruck erwecken, wir lösen das für euch, sondern Formen der Selbstermächtigung finden und auch natürlich die Gewerkschaften vielleicht stärker beeinflussen. Manchmal hat man ja auch das Gefühl, die Gewerkschaften sind jetzt nicht immer die Kampforganisationen, die wir gerne hätten. Also ich bin ja 100%iger Gewerkschafter und will sie immer stärken, aber ich bin auch ein bisschen unzufrieden. Ja? Also ich denke, das ist manchmal schon zu lasch und zu sozialpartnerschaftlich und zu wenig selbstermächtigend und organisierend. Wir müssten da auch ein bisschen Schwung reinbringen in die ganze Sache und dazu gehört eben auch Organisierung vor Ort. Absolut. Ich glaube, nach der Krise der Sozialdemokratie die Krise der Sozialdemokratie wirkt sich natürlich auch ein Stück weit auf eine Orientierung der Gewerkschaften aus. Ich bin ja selber, genau wie du, aktive Gewerkschafterin, war 10 Jahre lang Gewerkschaftssekretärin. Ich weiß auch, worüber wir reden, wenn wir über die Defizite der Gewerkschaften reden. Gewerkschaften brauchen
politische Impulse und brauchen Impulse von links. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich finde, wenn wir darüber reden, müssten wir uns mal angucken, was so in anderen Ländern eigentlich passiert. Und es gibt ein ganz interessantes Beispiel von der Partei der Arbeit in Belgien, wo die Kolleginnen und Kollegen in die Betriebe reingehen, Betriebsgruppen organisieren, darüber gleichzeitig auch sozusagen ihre politischen Kampagnen in den Betrieben und in den gewerkschaftlichen Diskussionen verankern. Und wir haben gleichzeitig sozusagen auf der oberen Ebene, auf der Führungsebene, regelmäßige Treffen zwischen der Parteiführung und der Gewerkschaftsführung, wo bestimmte politische Themen miteinander besprochen werden. Und als 2016 die belgische Regierung Angriffe vorgenommen hat auf das belgische Rentensystem, haben die Kollegen von der PTB, sind rein in ihre Betriebe, haben von unten Druck gemacht und von oben haben sozusagen unsere Genossinnen und Genossen mit den Gewerkschaften darüber gesprochen, dass man einen großen Aktionstag braucht. Der hat im Dezember 2016 stattgefunden mit 40.000 Leuten, was für so ein kleines Land wie Belgien ganz enorm ist. Und ich finde, das zeigt, dass wir tatsächlich Möglichkeiten haben, auch Protest aufzubauen. Ja, das teile ich vollkommen. Ich glaube aber im Übrigen, dass wir da auch ein paar Ansätze haben, also näher ran an die Betriebe, was du sagst, rein in die Gewerkschaften, aber mit einer politischen Offensive, mit fortschrittlichen linken Positionen, nicht einfach das nachzuvollziehen, was so der gängige Kurs ist, aber auch die verschiedenen Interessen miteinander verbinden. Ich glaube, wir haben es bei der Pflege probiert und auch erfolgreich gemacht, dass wir dort Interessen als Patientinnen und Patienten mit beschäftigten Interessen zusammengebracht haben und eine gute Kampagne zur Pflege hingebracht haben und die Gewerkschaften befördert haben zu Streiken für Personalbemessung. Ich glaube, es gibt ähnliche Entwicklungen bei der Mieter- und Mieterinnenfrage, wo ja auch die Gewerkschaften langsam drauf einsteigen, dass es eben der zweite Lohn ist, was die Gemeinwohlgüter sind, bezahlbarer Wohnraum, Bildung, Erziehung, dass es gerade eine Leistung der Linken sein kann, das miteinander zu verbinden. Ich habe jetzt ein interessantes Gespräch gehabt mit einer amerikanischen Linken, die gesagt hat, in Chicago haben die Lehrer gestreikt. Und die haben aber nicht nur gestreikt für höhere Löhne, sondern auch für bessere Wohnbedingungen ihrer Schüler. Und dann haben sie ein tolles Angebot gekriegt fürs Geld, für ihre bessere Bezahlung, haben das aber abgelehnt, weil nichts für die besseren Wohnverhältnisse drin war. Da hatte ich mit der GEW-Vorsitzenden diskutiert und habe gesagt, wäre sowas bei uns denkbar? Dann sagt sie, ja, es wird schon in diese Richtung diskutiert, dass man zum Beispiel für Schulen, für Kinder in sozialen Brennpunkten mehr Lehrerpersonal einstellen muss, mehr investieren muss. Also das ist, nimmt ja diesen Gedanken der verbindenden Klassenpolitik auf und reduziert es aber nicht nur auf die Betriebe, sondern auf das ganze Leben und die Lebensinteressen der lohnabhängigen Bevölkerung. Ich habe auch ein ganz gutes Beispiel. Ich war am Wochenende in Hanau, wo nach diesen schrecklichen Ereignissen von letzter Woche die Kolleginnen und Kollegen der DGB aufgerufen hat zu einer großen Demonstration, 8.000 Leute auf dem Freiheitsplatz in Hanau, wo eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben auch da waren und gesagt haben, wir lassen uns nicht spalten. Und ich glaube, was verbindende Klassenpolitik eben auch bedeutet, ist zu erkennen, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben eben nicht nur das Thema Arbeit interessiert, sondern auch Fragen wie Rassismus, auch Fragen wie Krieg und Frieden, auch Fragen ob ich meine Miete noch bezahlen kann. Und ich glaube, es ist Aufgabe der Linken, hier diese Themen zusammenzuführen, auch die Verbindungen, die dazwischen bestehen und die Zusammenhänge, die bestehen, herauszuarbeiten und dadurch auch eine Orientierung anzubieten. Und das Gleiche wird auch für den Klimaschutz gelten. Absolut. Also ich unter Klimaschutz leiden ja auch die Lohnabhängigen in dieser Bevölkerung vielleicht sogar mehr wie die Reicheren und Vermögenderen. Und die Idee ist ja, dass wir sagen, wir müssen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, sozial-ökologischer Umbau der Wirtschaft und Arbeitsplatzsicherheit zusammenbringen in ein gesellschaftliches Gegenprojekt, sozial-ökologischer Systemwechsel oder linker Green New Deal, was ja in USA oder in England linke Leute fordern. Es könnte doch auch ein Impuls sein, einerseits zur Verbindung der verschiedenen Bewegungen, aber auch ein Impuls für die Gewerkschaften, zu Zukunftsfragen eine wichtige Antwort zu geben, die natürlich in gravierendem Gegensatz steht zu den Interessen der Manager und der herrschenden Klassenkräfte.
Absolut. Deswegen bin ich auch immer geneigt zu sagen, wir reden über gesellschaftliche Umbrüche, die deutlich machen, dass der Kapitalismus an seine ökologischen und sozialen Grenzen, aber gleichzeitig auch an seine demokratischen Grenzen kommt. Dass sich diese Dinge miteinander verbinden. Im Freitag von letzter Woche stand, finde ich, ein ganz gutes Zitat über einem Artikel, in dem es hieß, je unsozialer die Transformation, die wir gerade erleben, verläuft, desto stärker wird die AfD davon profitieren. Und das ist das, was wir verstehen müssen, dass es geht nicht um Klimaschutz oder soziale Frage, sondern es geht um beides und es geht um eine Durchsetzungsperspektive. Ich glaube, wir dürfen dies nicht zulassen, dass die Leute sich entscheiden müssen zwischen Arbeitsplatz und der Zukunft ihrer Kinder und Enkel. Sondern dass wir diese Fragen zusammenbringen, weil der Kapitalismus stellt sie ja ständig vor diese Entscheidung. Aber wir als Linke müssen genau politische Perspektiven praktisch aufzeigen, die die Sachen zusammenbringen. Das könnte ja auch eine Stärke geben, der Klassenpolitik. Das ist ja die andere Seite verbindender Klassenpolitik. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was hältst du denn von diesem Ansatz, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir können nicht auf alle Beschäftigtengruppen gleichermaßen mit gleichem Energieaufwand zugehen. Natürlich sind wir für alle zuständig. Deswegen haben wir ein paar Schwerpunkte gesetzt. Und der nächste Schwerpunkt neben der Pflege und den Beschäftigten dort ist der Bereich Verkauf, Logistik, Paketzulieferer. Das sind ja Branchen, wo besondere, ein Synonym sind quasi besondere Ausbeutung im Kapitalismus mit starkem Niedriglohnbereich, mit starker Prekarisierung, Scheinselbstständigkeit und mit einer extremen Flucht aus den Tarifverträgen. Wir haben gesagt, okay, das ist ein wichtiges Element, dass wir hier für Flächentarifverträge kämpfen, dass wir für Arbeitszeitverkürzung kämpfen, für eine gerechte Verteilung der Arbeit und das auch deutlich machen und vor allen Dingen auch für höhere Löhne. Ich finde es richtig, Schwerpunkte zu setzen, wenn man sozusagen eingeschränkte Ressourcen, eingeschränktes Kräftepotenzial hat, muss man Schwerpunkte setzen. Ich finde, der ganze Bereich Logistik ist ein Bereich mit bedrückenden Arbeitsverhältnissen. Die können die Unterstützung und die Solidarität der Linken gebrauchen. Deswegen finde ich das an der Stelle richtig. Aber ich finde es gleichzeitig auch wichtig, dass wir die Industriearbeiter nicht aus dem Blick verlieren, weil letztlich unsere Antwort auf den Klimawandel nicht nur Mobilitätswende sein kann, sondern auch die Mobilitätswende muss natürlich auch industriell organisiert werden. Also Wasserstoffzüge, auch Fahrräder, Omnibusse für den öffentlichen Nahverkehr, das muss alles industriell hergestellt werden. Deswegen müssen wir über eine ökologische Industriepolitik reden. Ich will damit gar nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern ich finde es genau richtig, den Fokus auf den Logistiksektor zu legen. Ich will aber auf der anderen Seite sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass wir bei der Frage der Industriearbeiter noch eine Leerstelle haben und die nicht aus dem Blick verlieren dürfen bei der Schwerpunktsetzung. Da kann ich dir nur recht geben. Ich komme ja aus einer Automobilregion. Es haben da jetzt schon die Angriffe stattgefunden. Also es ist noch gar nichts passiert. Weder gibt es eine große Elektromotorisierung, noch gibt es eine Konversion, sondern es gibt die Gunst der Stunde, die Manager gerade ausnutzen, um Personal abzubauen, um Kosten einzusparen, um die Leute zu erpressen, den Druck zu erhöhen. Und da tun wir gut dran, uns an die Seite der Beschäftigten zu stellen und sich dagegen zu wehren. Und man muss ja immer sagen, die Leiharbeiter sind ja schon weg zum Teil und die prekär Beschäftigten sind schon weggeschickt worden. Aber trotzdem hast du ja was angesprochen, ökologischer Umbau der Industrie. Das ist da wirklich eine Herkulesaufgabe für uns. Und was mir da am meisten Gedanken macht, wir müssen irgendwie Leute finden in den Betrieben, die sich für diesen Gedanken begeistern. Dass wir sagen, okay, wir müssen nicht nur Autos produzieren, sondern wir können doch auch intelligente Mobilitätskonzepte produzieren, die nachhaltig, ökologisch sind. Wir können zur digitalen Infrastruktur beitragen. Wir können mehr für den öffentlichen Personennahverkehr machen. Das setzte aber erstmal eine Debatte in den Betrieben voraus mit Gewerkschaften und mit Vertrauensleuten, die nicht sagen wie in der Kohle, wir möchten einfach ewig so weitermachen, sondern die sehen, das Modell ist jetzt irgendwie, geht zu Ende, ist nicht nachhaltig, jetzt brauchen wir ein neues, das Arbeitsplatzinteressen und Klimaschutzinteressen zusammenbringt.
Ja, und ich finde ehrlich gesagt, dass also wir manchmal glauben, dass die Linke ganz weit weg ist von der Klasse. Das sind wir aber gar nicht. Also 65% der 6.000 Neumitglieder, die zuletzt eingetreten sind, kommen aus dem Arbeiter- und Angestelltenbereich. Das heißt, wir haben eine Verankerung in der Klasse, aber wir müssen, glaube ich, den Weg finden, wie wir diese Kolleginnen und Kollegen einbinden in eine Parteipraxis, die genau das organisiert und tut, was du sagst, nämlich die Debatte, die linke Debatte in die Betriebe zu tragen und dort mit Kolleginnen und Kollegen darüber zu reden, wie wir sozusagen aus all diesen Umbrüchen nach vorne gerichtete, konstruktive Möglichkeit finden, die Gesellschaft zu verändern. Also nahe in den Interessen der Lohnabhängigen, Bezugnahme auf die gemeinsamen Klasseninteressen, konkrete Angebote der Selbstorganisation vor Ort machen und wichtige Debatten für die Herausforderungen der Zukunft führen. Ich glaube, das war ein super Auftakt für die weitere Strategiedebatte. Ich danke dir für dieses Ich Gespräch. danke dir. Ja, das waren schon eine Menge Ideen für die Strategiedebatte. Wenn ihr noch Ideen habt, bringt sie ein. Wir sind eine lebendige Mitgliederpartei. Alle Mitglieder sind aufgefordert, sich an der wichtigen Debatte zu beteiligen. Aber klar ist schon, wir brauchen mehr Arbeiter, wir brauchen mehr Lohnabhängige, wir brauchen mehr Beschäftigte in den Krankenhäusern, mehr Erzieherinnen, Verkäuferinnen, die Mitglied der Linken werden, die aktiv mitmachen, ihre Interessen und Positionen einbringen. Werdet Mitglied oder werbt Mitglieder in diesen Bereichen.